Guten Morgen, meine Brennstuhl. Oh, ihr seid ja auch da, Leute, was ein Zufall. Nee, Spaß beiseite, Leute. Ich habe gedacht, der letzte Vlog kam ganz gut an. War ein bisschen unter der Woche. Jetzt mal ein bisschen, ja, was bei mir so am Samstag ansteht. Er ist natürlich nicht gestellt. Ich mache immer so auf. Perfekt. Und ja, würde ich sagen, steht einiges wegen Schritt an. Wir fangen direkt an. Let's go. Da habe ich jetzt einen Tee gemacht. Kennt ihr so dieses Gefühl, wenn ihr aufwacht und so? minimales Kratzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der Hals so trocken war. Deswegen lieber mal einen Tee machen. Der Rest vom Tag, also ich ziehe es halt einfach durch, muss einfach durchziehen. Aber wenn es wirklich so ein bisschen sich Erkältung also ankündigt, ist das heute nicht der perfekte Tag, um sich auf eine Erkältung vorzubereiten. Also ist manchmal im Leben. Kommt alles so, wie es kommen soll. Sonst mein Tag startet samstags natürlich. Also ganz, ganz selten, dass ich feier gehe. Außer heute. Aber sonst freitags dann keine Ahnung irgendwas. Und deswegen stehe ich meistens so gegen 7:30, würde ich sagen. Das ist so die Regel. Stehe ich auf. Und gut, hatte ich kurz den Wecker unterbrochen. Dass wir im Betrieb arbeiten, also auf der Baustelle, also die Mannschaft, selten. Natürlich, wenn was fertig zu machen ist, wird es gemacht. Aber ansonsten sind wir da ja nicht so auf der Baustelle unterwegs, eher hinter den Kulissen. Und ja, haben wir jetzt meinen Tee gemacht und so weiter. Ähnlich wie ihr auch schon den anderen Vlog gesehen habt. Und dann geht es jetzt weiter. Leute, ich bin jetzt hier im Gym angekommen. Letzten Vlog war ich ja joggen. Haben eine geschrieben, so brauche ich ein bisschen mehr Masse. Deswegen gehe ich jetzt deswegen wegen dem Kommentar kommentieren. Trainieren. Viel Spaß. Ich habe ja mit, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt habt, auf Instagram und so weiter, habe ich eigentlich immer schon Fußball gespielt gehabt. Jetzt im Sommer aufgehört gehabt. Einfach wegen, ja, reicht irgendwann mal ein sehr schöner Abschluss. Und ja, die Verletzungsgefahr beim Fußball ist dann doch höher so, als man denkt irgendwie. Da habe ich unter anderem auch das mit meiner Hand. Kann ich auch nochmal erzählen, was da so passiert ist. Und ansonsten gehe ich jetzt momentan ins Fitnessstudio 5-mal die Woche und 1-mal die Woche joggen, manchmal auch 2-mal die Woche, je nachdem, wie es Zeit noch zulässt. Let's go. Gerade mein Hemd abgeholt, hat meine Mutter für mich gebügelt. Vielen Dank dafür. Könnt ihr euch vielleicht schon mal erraten, auf welches Fest es heute Abend geht? Seht ihr dann auf jeden Fall. So, jetzt bin ich hier bei uns im Lager. Samstags nutze ich natürlich auch immer so, um Videos zu drehen, manchmal auch unter der Woche, ob YouTube-Videos sind oder auch Instagram-Sachen und so weiter, natürlich auch alles erledigt werden. Ist halt einfach gut, wenn ich so samstags die Zeit habe, das dann dafür zu nutzen. Ob ich das so als Arbeit ansehe, ich weiß, es macht mir Spaß. In einer gewissen Weise. Natürlich gibt es auch mal Sachen, die nicht so cool sind, aber gehört halt dazu. Und deswegen geht es jetzt an zu bieten und so weiter. TikTok, YouTube Shorts, da hoffentlich auch alle Follower.
unbedingt vorbeischauen. Oder wenn manchmal welche Fragen so, wenn ich bei Videos und so neue Sachen immer zum Beispiel vom Brennstuhl zeige, oder auch in anderen Bereichen, und sagen, oh, ihr arbeitet ja gar nicht damit. Leute, wir sind Gipser. Hier, die sieht sogar noch relativ gut aus. Auch sehr, sehr schönes Teil, und auch super solid. Stimmt auf jeden Fall, also bei Eisbrennstuhl, ihr seht, made in Germany. Wenn ich dabei, ich würde, dass die Sachen, sag ich mal, dann doch immer ein bisschen schöner aus, wenn nicht ein halber Eimer Putz drauf hängt. Aber dafür sind sie ja eigentlich auch gemacht. Vor allem Brennstuhl, die halten wirklich einiges aus. Aber dass ihr auch mal seht, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Brennstuhlsachen, die schön, ja, verdreckt sind. So ist es halt bei uns Gipsern. Habt natürlich nicht nur neue Sachen, aber die neuen Sachen sind, denke ich, immer ein bisschen schöner für euch zum Veranschaulichen, zum Zeigen. Aber natürlich auch hier die älteren Sachen. Leute, letztes Mal, der Bart muss weg. Ich muss wieder aussehen wie 10. Let's go. So Leute, frisch rasiert. Weiter geht's. Ich liebe es halt einfach so samstags, wenn man wirklich viele verschiedene Sachen erledigen kann. Die kleine Mission. Und also ich bin eigentlich auch immer, also in Anführungszeichen, produktiv und am Wochenende. Also so, Leute, die keine Ahnung. Um 11 aufstehen oder irgendwas, Samstag oder so, ich kann es nicht. Also, ich würde Depressionen bekommen, ich bin der halbe Tag vorbei oder irgendwas. Ja, jetzt geht's. Ich gebe es zu, Leute, ich gehe manchmal aufs Solarium, so ein bisschen frische, so, ihr wisst jetzt, kalte Jahreszeit. Ich glaube, okay, Hautarzt ist wahrscheinlich scheiße, aber so Vitamin D3, wenn ihr könnt mich korrigieren, ist glaube ich gar nicht so ein bisschen schlecht, wenn man es jetzt nicht jeden Tag macht. Ja, deswegen. Assi, Bräuner jetzt, let's go. So Leute, noch eine Grundlage für später schaffen. Ein Sub, Hot Sauce, Empfehlung von mir. Pommes vom, ich weiß nicht, ob es den bei euch auch gibt, Hühnerfried. Ich weiß nicht, ob die irgendwie im Hähnchen die Pommes machen, aber so lecker, sehr, sehr gut. Noch ein bisschen Kuchen. Ja, ich brauche ein bisschen, oder sehr viel auf jeden Fall. Grundlage muss sein. Leute, ich bin für meinen Brennstuhl. Natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt schon wieder Donnerstag. Drehe das Video jetzt gleich zu Ende, was jetzt ihr gerade seht. Ja, ihr habt es gesehen. Ging noch sehr schön ab am Oktoberfest in Mannheim, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Leute, allgemein so, dass ihr auch mal so ein bisschen Einblick habt zu Alkohol oder so. War jetzt, glaub ich, vor 3 Monaten hat das letzte Mal ungefähr Alkohol getrunken gehabt. Wenn ihr es gar nicht macht, fangt auch gar nicht damit an. Ansonsten versucht wirklich sehr, sehr moderat zu halten. Ich muss ganz, ganz ehrlich sein. Der große Genusstrinker bin ich nicht. Bin ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Soll dann Spaß machen. Hat es auf jeden Fall gestern. Und ja, muss auf jeden Fall auch sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich versuche es immer wirklich, ja, auch jetzt mal ein bisschen variabel. Je nachdem, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ich verändern soll noch, was ihr so sehen wollt. Wie immer, vielen Dank am Brennstuhl für die Unterstützung. Ihr seht, dass ich da wirklich sehr, sehr ja, frei bin sozusagen, dass ich nicht irgendwas im Text habe, sondern die Produkte vorher schon benutzt habe, jetzt immer noch benutze, sie wirklich so in meinen Content auch, wie es, denke ich, für euch cool ist, einbauen kann. Ich denke, es ist für alle Seiten aller allerbesten. Ihr seht,
sind ein super Paar, Bench und ich. Schaut dort unbedingt vorbei, wenn ihr wirklich sehr, sehr professionell aufgestellt sein wollt, Sachen Lichttechnik. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.